Ja, hallihallo, ihr Lieben. Boah, ich habe das Gefühl, ich wäre ewig weg gewesen. Außer einem GNTM-Video. Ach nee, ich habe das Drogerie. Ach, egal. Messe ist vorbei, ich lebe noch. Hurra, hurra. Erstmal möchte ich mich bei all denen von euch bedanken, die mir unter dem Mir geht der Arsch auf Grundeis-Video, wer es nicht gesehen hat, ich kann es hier gerne nochmal verlinken, die mir da Mut zugesprochen haben. Also, das war echt so ein Auf und Ab. Stellenweise und das hat mir wirklich, wirklich weitergeholfen, euren Support, den ihr mir da gegeben habt. Also vielen Dank dafür. Und dann habe ich gedacht, wenn ich euch schon mit meinen Leiden konfrontiere, dann will ich euch so ein kurzes Feedback geben, wie die Messe denn so war. Als allererstes war es erstmal mega anstrengend. Wir haben am Mittwoch den LKW vollgeladen, sind dann am Donnerstag da hinten, haben aufgebaut bis 8 Uhr abends. Freitag, Samstag, Sonntag die Messe, Sonntag direkt wieder zurück, den ganzen Rotz wieder ins Lager geschafft. Na, Rotz ist jetzt vielleicht ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, ja. Und dann Montagmittag den LKW abgeladen und seitdem ist das Lager auch nicht mehr angepackt worden. Da sieht's aus. Aber naja, zum Glück bin ich ja kein Geschäft mit einem Kundenverkehr. Wenn das jetzt noch 3 Tage so aussieht, dann ist das auch egal. Aber es war so derbe anstrengend, dass der Graf Koks und ich und sicherlich auch die anderen Gurus sich erstmal erholen mussten. Ich habe ein bisschen was dokumentiert von der Messe. Ich zeige euch jetzt erstmal die Videoaufnahmen, die ich gemacht habe und wünsche euch dabei erstmal viel Spaß. Da war jede Menge los. Wir hatten zu viert wirklich, wirklich Spaß. Also die 3 anderen Gurus waren da, um mich zu unterstützen und natürlich auch, um Fragen zu beantworten für die eigene Guru-Kosmetik, die wir ja mittlerweile rausgebracht haben. Wenn ihr da noch nichts von mitbekommen habt, guckt einfach mal in den Blogpost. Ja, was war noch da? Wir hatten ein kleines bisschen Starbesuch. Bibi habt ihr ja jetzt schon gesehen von Bibi und Rolli. Wirklich total nett. Wir haben uns ganz toll mit ihr unterhalten. Und der Hammer war, da stehe ich da so auf der Messe, an so einem Handtaschenstand, wo ich mir eine Tasche gekauft habe für mein Kaminholz. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Die kann ich euch gerne mal zeigen, wenn die da ist. Stehe ich da so, gucke so rüber, denke ich, das ist doch Nele. Ich so Nele erstmal schön angequatscht. Hallo, was machst du denn hier? Und so, ne? Also für diejenigen, die nicht wissen, von wem ich hier rede, Nele von GNTM letztes Jahr, die mir dann ja auf der Aftershow-Party gesagt hat, dass sie die Videos guckt. Total peinlich. Naja, und wir hatten halt, weil sie jetzt auch so Videos macht über Germany's Next Topmodel, schon so ein bisschen im Vorfeld hin und her gemeldet, ohne aber zu wissen, dass sie da sein wird. Und ja, dann haben wir uns da getroffen, noch ein bisschen geschnackt. Sie ist dann auch direkt erstmal mit zum Stand gekommen. Davon habe ich ein paar Fotos euch verlinkt, die wir auf dem Blog gepackt haben. Also wer da Bock hat, kann da auch nochmal vorbeischauen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn vielleicht in der nächsten Zeit noch irgendwas mit Nele und mir passiert. Aber mehr wird da nicht verraten. Ein paar von euch haben schon gefragt, ob ich es denn jetzt finde, dass die Messe sich gelohnt hat. Also in reinen Zahlen gesprochen bis zu dem heutigen Zeitpunkt, nein. Ich habe mehr bezahlt, als ich eingenommen habe oder verdient habe. Aber ich bin da auch, glaube ich, mit einer falschen, in Anführungszeichen, Einstellung hingefahren. Also ich habe so wirklich gedacht, so wie auf so einem
Verkaufsmarkt oder so. Das und das hast du an Kosten und das musst du umsetzen, damit das wieder reinkommt. Das ist aber nicht so. Diese Messe ist hauptsächlich, nein, nicht hauptsächlich, also ich meine, ich habe schon gut verkauft, die Sachen sind bei euch wieder super angekommen, aber es geht doch zu einem sehr großen Teil davon, sich und seine Marke und was man kann und was man macht zu präsentieren. Und ich habe ein paar sehr, sehr interessante Kontakte geknüpft, die, wenn das alles klappt, die Messe um ein Vielfaches erfolgreicher machen. Also, ja, natürlich alles noch ungelegte Eier, kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, wie ihr das ja von mir schon ein bisschen kennt, aber ich gehe nächstes Jahr definitiv wieder auf die Messe und nächstes Jahr wird alles anders. Also ich habe mir jetzt ein völlig neues Konzept überlegt, wo ich ja jetzt ein Jahr Zeit habe, dran zu arbeiten, und ich bin mir sehr sicher, obwohl ich jetzt ein Jahr Zeit habe und auch noch kräftige Unterstützung von den Gurus, wird es wahrscheinlich zum Schluss wieder alles total hektisch, aber ich glaube, so muss es einfach sein. Die letzte Messemüdigkeit bahnt sich hier gerade ihren Weg. Total klasse fand ich, dass ganz, ganz viele von euch da waren. Also ich habe da nicht mit gerechnet, weil das ja doch eine Fachbesuchermesse ist und man ja nicht einfach so reinkommt, sondern in irgendeiner Weise eine Legitimation braucht. Aber das fing am Freitag schon an, dass wirklich ganz viele da waren. Oh, wir gucken eure Videos und ach, das war so nett, wirklich sich mit jedem Einzelnen von euch zu unterhalten. Ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und uns erzählt habt, was ihr gut findet oder was ihr auch nicht gut findet, dass ihr uns einfach ein Feedback gegeben habt, sodass wir am Blog noch arbeiten können oder auch an den Videos oder dass ihr sagt, oh, Coco, ich wünsche mir dieses und jenes Produkt. Also das fand ich wirklich ganz, ganz toll, dass man endlich mal die Gesichter so dahinter sieht und ja, ihr wart alle zusammen richtig klasse. Es tut mir wirklich leid, wenn ich mich ehrlich nicht an einen Namen mehr erinnern kann. Das war wie so ein Messewusel, ja, in meinem Schädel. Der war dann so groß und es war alles so aufregend und leider hatten wir so gut wie, oder ich, ja, es gab ja Gurus, nicht wahr, Frau X Karenina, die einfach China Glaze Lacke kaufen gegangen sind, ohne mir Bescheid zu sagen. Ja, aber ich hatte da irgendwie keine Zeit für. Ich war wie so eine Flohmutter, ja, die so einen ganzen Sack Flöhe zu hüten hatte. Gucken, dass alle trinken, dass alle was essen, dass alle ihre Pausen machen, dass die Produkte nachgefüllt sind, dass mit der Kasse alles in Ordnung ist und. Und da konnte man sich irgendwie kaum Zeit für nehmen. Da war ich irgendwie nicht in der ausgeruhten Stimmung dazu. Aber ja, ich habe das dann doch, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wir haben ein, zwei interessante Sachen gesehen auf der Messe. Einen Blogpost haben wir auch gemacht, wobei man sicherlich noch 12 hätte machen können, aber es war einfach überhaupt keine Zeit. Also ich glaube, man muss sich entscheiden, entweder geht man als Blogger dahin oder als Aussteller irgendwie Blogger schrägst. Der kam jetzt aber von Herzen. Blogger schrägstrich Aussteller ist irgendwie, nee, geht gar nicht. Oder ich muss mir jetzt fürs nächste Jahr irgendwie 10 Messehostessen engagieren, die da den Verkauf wuppen und ich gehe dann über die Messe oder so, ja. Keine Ahnung. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ob sich's gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich kann euch vielleicht mal, wenn euch das interessiert, ich habe hier gerade noch so ein paar Produkte rumfliegen, die ich noch fotografieren muss. Bisschen was ist auch schon online. Ich zeige euch gerade mal hier, ne, Guruset und so. Das ist schon online. Mein neuer Gel-Eyeliner, der ist auch schon online. Und jetzt kommen dann die Lipglosse in den verschiedenen Farben. Da bin ich jetzt heute noch dran, das zu fotografieren und zu machen und zu tun. Ja. Also ihr seht, man ist wieder da, meint, man kann sich erholen, aber das war nicht, es geht gleich direkt weiter. Wenn ich in meinem Messe-Vlog irgendwas vergessen habe, was ihr gerne wissen möchtet, scheut euch nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr wissen wollt. Ihr wisst, ich beantworte zumindest die ersten 1,5 Tage, so gut es geht, alle Fragen unter dem Video. Guckt euch die Links an über die neue Marke, die wir gefunden haben, über die Fotos, die wir schon gepostet haben und so weiter. In diesem Sinne mache ich für heute erstmal Schluss und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco.